Und ich suche gerade nach versteckten Geheimkabinetten. Aber hier hat da nichts in dem Eck. Okay. Ja, ich weiß, das Ganze hatten wir schon mal, aber ich finde es immer noch lustig. Hast du denn schon Adelige? Nee, ne? Nein. Doch, ein Adeligenhaus hast du. Was? Oh, ja, das ist dein Geheimkabinett. einen Adeligen habe ich, ja. Falsche Tarnung. Nein, einen Adeligen habe ich. Glaube ich dir nicht. Doch, den habe ich mit Mühe und Not gehalten. So viel Fleisch produziere ich gerade noch. Glaube ich nicht. Der ist aber auch sehr unzufrieden gerade, also. Glaube ich nicht. Wie viele Bewohner hast du denn in deiner Stadt? 4072. Wow, mein Adeligen, sind alle Bedürfnisse erfüllt. Ah ja. Gerade 0 Tonnen Bier auf Lager. Deine Produktion kommt zum Es wird ja bald im Oktoberfest nicht mehr so sein. Ich zumindest. Oh mein Gott, Oktoberfest, bitte erinnere mich nicht daran. Wieso? Was ist denn mit dem Oktoberfest? Warst du schon mal da? Bei eurem nicht. Also beim richtigen Oktoberfest auf der Wiesn war ich noch nicht. Aber bei uns in der Nähe gibt es einen, naja, ich sag's mal, Abklatsch. Die machen das auch sehr gut. So quasi Oktoberfest auf Österreichisch. Ist nicht ganz so groß. Okay, nicht ganz so groß ist, ja. Klar. Ist ziemlich klein. Aber ziemlich lustig. Also, man sieht jetzt in der Aufnahme, was ich gerade mache. Und ich würde die Obner bitten, mir zu erklären, warum das nicht funktioniert. Das funktioniert ja nicht. Ich habe es ja vorhin auch schon mit der Stadt versucht. Ich habe da jetzt am zweiten Bildschirm eine ganze Liste. Wenn mir jemand erklärt, warum das nicht geht, wäre ich sehr verbunden. Oder muss ich das eine gewisse Zeit so lassen, oder geht das nur gleich nach der nach dem Bau? Wäre auf jeden Fall sehr spannend zu wissen. Wieso kommt das denn zum Aufstand? Und nicht wegen deiner Krankheit da? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hoffentlich sieht mich keiner, wenn ich mich hineinschleiche. Jetzt bestehen keine Aussichten auf ihn. Wenn es weiter nicht Scheiße, ist, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Kann es sein, dass er irgendwo kurz vorm Marktplatz steht oder so? Nö. Du musst aufpassen, es laufen nämlich den eigenen Schergen auch rum. Das ist gefährlich, wenn du. Deine eigenen Schergen laufen nämlich auch rum. Ich habe nämlich selbst mal gefragt, warum ich hier bei einem Marktplatz einen Schergen dauerhaft stehen habe. Ich habe eine Erklärung gefunden. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Der ist so. Deine eigenen Schergen laufen auch bei dir in der Stadt rum, wenn du sie nicht in eine andere Stadt entsendest, und passen auf, dass du keine anderen Schergen irgendwie in die Stadt bekommst. So quasi eine zusätzliche Wache. Beziehungsweise sie, also im Prinzip stehen sie zur Deko herum, aber naja. Alles Ansichtssache. Ist doch auch schön. Versuch's jetzt hiermit nochmal. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Oder wie war das nochmal? Unbedingt. Medikus kostet auch 40 Unterhaltskosten. Ja. Diesmal lasse ich die aber stehen. Ich glaube, ich verteile die schon mal in der ganzen Stadt. Wer weiß, was da noch für Seuchen kommen. Der Zeitpunkt sollte. Kann ich einen abreißen? Also reißt er überall in der Stadt Gebäude ab und baut Medikit.
Nee, das, ich hab nur einen Medikus da abgerissen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her. Feuerwehr wird auch überbewertet. Aber unbedingt, ja. Genau wie Schule. Du willst Lehrer werden? Wow. Maybe. Dieses Schiff. Nur so, by the way, warum hast du hier zum Spaß, genau hier, der kleine Kaufmannskogge stehen? Ach ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Eine Flotte, die ist ganz schnell, die Kaufmannskogge. Sultan regelmäßig. Ja, ich wollte nur fragen, weil eben sie gerade da stand. Ja, die soll meine Indigo-Route fahren. Guck mal, wie schnell die ist. Die hat einmal 20% und einmal 25%. Ja, Respekt, da geht das. So. Ach, die sind immer noch verkrankt, die Häuser. Ich vertraue in dieser Angelegenheit. Ist kein Haus abgestiegen. Auf eure Fähigkeiten. OE Derkus Schiff. Wo ist Derkus Schiff? Wie viele Seile will der haben? Boah, welche Seile? Ach, Scheiße. Entschuldigung. Geht nicht. Ich habe keine Seile rein und nur 15 Seile. Schöner Bockmist. Ich habe hier auf Lager 312 Seile. Brauchst du welche? Nö, nö. Das ist fies. Aber lustig. Ja. Ich glaube, ich mache gleich was, was auch lustig ist. Ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwo eine kleine Insel, so eine Speicherinsel umbauen soll. Zum Beispiel Thornbach. Was willst du gerade? Eine Speicherinsel will ich machen. So. Schon wieder einen Schergen in meine Stadt geschickt? Mhm. Eigentlich nicht. Ach, und hier fehlt mir ein Quarz. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Ein fairer Handel. Ist das eigentlich so ein breiten Hafenteil da in der Mitte? Wo? Auch bei Atlantis. Achso, das ist die Nase hier raus. Mhm. Ja, da steht eben der Reparaturkran und der Wachturm, Hafenwehrturm. Und da habe ich irgendwie dahinter das noch nie wieder abgerissen. Ach so. War irgendwie auch eine kleine Abteilung, aber das kommt weniger gut. Mhm. Kann ich mich auf dieser Insel mit ansiedeln? Ich brauche nämlich Teppich. Wenn du mit der unteren Hälfte zufrieden bist, die obere würde ich ganz gerne ich behalten. Ja, kannst du gerne machen. Quarz, Quarz. Oh, Quarz ist auch unten ein Ding. Ansonsten habe ich auch noch zwei Quarzminen. Drei. Ach ja, ich wollte ja auch gerade Quarz abholen. Irgendwie ist meine Teppichproduktion noch zu schwach. Ja, kein Wunder bei der Struktur. Habe ich ja eh schon so einen schönen Hafen gebaut. Aber das ist so ziemlich in der Ecke gequetscht, ne? Das finde ich eigentlich nicht so schön. Will jemand einen Stein haben? Ich verkaufe 430 Steine. Ich verkaufe selbst genug, danke. Für mich nimmt
nimmst du dir ganz einfach die Zeit. Habt ihr eure Pflicht erfüllt und den Auftrag ausgeführt? Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung. 34 Tonnen Bier, die kann man brauchen. Ja, das glaube ich mir. Apropos, meine Brot- und Bierinsel, aber ich hätte die ganze Aufnahme noch nicht. Oh mein Gott, das ist ja ein pures Desaster. Das musst du nicht machen. 1 zu 3 Produktionsketten. Aber Bier produziert natürlich weniger. Ein gutes Geschäft gemacht. Das heißt, die muss ich noch ausbauen, die Bierproduktion. Wenn du Glas brauchst, genau, kannst du auch von mir kriegen. Okay, Indigo. Jetzt brauche ich noch Seide. Das war mein Ernst. Ja, weiß ich, danke. Okay. Nichts. Was greift er denn nur meine Schiffe an? Da doch keine Chance. Vielleicht gefallen sie ihm so schön. Ja. Und nicht mal. Der Typ. Da Arno ja das meistgesehene Let's Play von mir ist, möchte ich jetzt auch nochmal schnell einen Hinweis abgeben. Weil es mir gerade so einfällt. Es gibt ja da ein wunderbares, ja, plus minus wunderbares Spiel, das besser bekannt ist als das Spiel auf der Toteninsel. Dead Island. Musst du jetzt, ne? Genau dieses jene. Es geht um Folgendes. Es wurde ja auch von mir eventuell angesprochen, dass ich ein Let's Play damit mache, oder vielleicht sogar ein Together mit denselben Partnern wie Left 4 Dead, also Dirk, Sokrates und Rambo. Mhm. Jetzt habe ich dieses Spiel schon zu Hause rumliegen und habe es angespielt. Schon eine geraume Zeit. Ja. Ach nö. Ich überrasche gerade. Ja, da zerstört nichts direkt noch deine Produktion. Ich weiß, deswegen ja. Ihr seid äußerst viel. Ich will eigentlich kein Let's Play zu Dead Island machen. Aus einem ganz simplen und einfachen Grund. Das Teil ist wahnsinnig brutal. Wie süß. Hey, ich spiel's selbst gerne. Das streite ich nicht ab. Aber ich will kein Let's Play damit machen. Es gibt zum Beispiel schon große Let's Plays von German Let's Play oder Fail oder Button oder was auch immer, der ist gerade, unter welchem Kanal der das gerade vertreibt. Es gibt ein großes Let's Play von GameStar. Die machen jetzt auch Let's Plays, warum auch immer, keine Ahnung. Und die haben beide die Rechte dafür, das Spiel zu machen. Viele kleinere Let's Player wurde schon der Channel kurzzeitig mal gesperrt und die mussten die Videos wieder runternehmen. Eben weil Dead Island so ziemlich brutal ist und ja, YouTube da nicht wirklich einen Schutz bietet für Minderjährige, dass die das nicht schauen können. Und bevor ich mir hier irgendwie Streitereien antue, ich habe schon viele Streitereien mit Electronic Arts gehabt, weil ich ja Alice Let's Playe. Das habe ich ja, glaube ich, auch noch nie irgendwo erwähnt. Ich habe bei jedem zweiten Alice Video die Rechte von Electronic Arts drauf. Sie schalten zwar keine Werbung, aber sie haben die Rechte da beansprucht. Was ja auch ein gutes Recht ist, das sind ja ihre Rechte und ich habe auch nie was anderes behauptet. Aber es ist leicht ärgerlich, wenn man da immer kleine Streitereien hat mit EA, so quasi, ja, es ist zwar euer Spiel und eure Rechte, aber ich würde es halt gerne Let's Playen und herzeigen und wenn das mit jeder zweiten Folge ist, dann ist das leicht nervtötend.
Ich frage mich gerade, wo meine Ressourcen hier bleiben.